Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 54 mit Tagesordnungspunkt 79, das ist der Entschließungsantrag Fraktion der CDU, für respektvoll, gewaltfreie Hessen schützt die Integration des Sports. Das ist ein Entschließungsantrag von Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 mit dringlichem Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Und ich darf das Wort geben dem Kollegen Andreas Hofmeister für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Besuchertribüne! Über 2 Millionen Menschen gehören in Hessen einem der mehr als 7.600 Sportvereine an, und rund 578.000 Menschen davon engagieren sich ehrenamtlich im Bereich des Sports. Das ergibt geradezu unglaubliche 21,5 Millionen ehrenamtliche Stunden pro Jahr, die hier in unterschiedlichsten Funktionen und Zuständigkeiten in Vereinen und Verbänden abgeleistet werden. Und das und diese Menschen sind im wahrsten Sinne unbezahlbar. Woche für Woche, Tag für Tag betätigen sich Hessinnen und Hessen aller Altersklassen auf Sportplätzen und in Turnhallen, trainieren gemeinsam, sorgen gemeinsam für ihre körperliche Fitness und damit meist einhergehend geistige Ausgeglichenheit. Und sie messen ihre Fähigkeiten im sportlichen, vom Fairplay geprägten Wettbewerb. Und als Politik, ich hoffe, das eint uns bei allen inhaltlichen Unterschieden der Parteien dann doch, haben wir die Förderung des Sports in all seinen Facetten in Hessen weiterhin fest im Blick, um breitflächig vereinsgetragene und nicht kommerzielle Bewegungsangebote von ganz jung bis ins hohe Alter im gesamten Land zu ermöglichen. Ja, meine Damen und Herren, jede Sportart hat für sich und die Gesellschaft ihre Bedeutung. Aber ohne Zweifel hat der Fußball, das sage ich jetzt als ehemaliger Turner, eine besondere Rolle. In Deutschland finden in jedem Jahr 1,6 Millionen Fußballspiele statt, umgerechnet also 4.400 Begegnungen pro Tag. Und dabei gilt von der Kreisklasse bis in die Bundesliga: ohne die Unparteiischen, die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, geht es nicht. Und das gilt nicht zuletzt auch für unsere Landtagself. Auch wir von der Landtagself sind ja als sportliche Botschafter dieses Hauses immer gerne unterwegs und sind da auch immer auf Schiedsrichter angewiesen, die uns wohlwollend begleiten. Und natürlich sind Sportstätten auch ein Platz für Emotionen, für Jubel, für Leidenschaft, fürs Mitfiebern. Aber die Grenze und die Abgrenzung zur Aggression muss stets aufs Neue klar und unmissverständlich gezogen werden. Und hier liegt auch eine klare Verantwortung bei dem Profiverein. Stadien sind keine rechtsfreien Räume, und Gewalt hat auf keinem Sportplatz Platz. Und lassen Sie mich an diesem Punkt noch einmal sagen, bei aller Bedeutung der Fankultur und dem Wunsch nach bestmöglicher Unterstützung der eigenen Mannschaft muss auch hier die klare Grenze gezogen werden, wenn es um Drohungen, Aggressionen, Einschüchterungen und Gewalt geht oder auch in der Sprache Grenzen überschritten werden. Und wenn ein Profi sich nicht im Griff hat, muss die Sportgerichtsbarkeit auch klare Urteile fällen. Denn hier geht es um ein gutes Beispiel, um Vorbilder, zu denen viele Menschen, insbesondere auch Kinder, aufsehen. Und diese Vorbildfunktion müssen auch die Vereine und Verbände weiter mit großem Engagement wahrnehmen und mitunter noch stärker Position beziehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich sollte ein fairer, respektvoller und gewaltfreier Umgang im sportlichen Wettbewerb selbstverständlich sein. Die nun aber wiederholten Attacken auf Amateurschiedsrichter auf hessischen Fußballplätzen sind schockierend und dürfen nicht stillschweigend akzeptiert werden. Wir alle, die Politik, die Gesellschaft, jeder Einzelne, der am Wochenende auf den Plätzen in Hessen unterwegs ist, wir müssen alle ein klares Zeichen setzen. Wir verurteilen jede Form der Gewalt, der Bedrohung, der Einschüchterung auf und neben dem Sportplatz. Brutale Angriffe und Beschimpfungen gegen die Unparteiischen haben im Sport und in unserer Gesellschaft keinen Platz und sind klar und deutlich zu ächten. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen dieses Zeichen auch setzen, um unsererseits die Integrität des Sports und hier auch des Fußballs zu schützen.
Denn die in weit, weit überwiegender Zahl fairen Sportsleute werden durch wenige Täter in Verruf gebracht. Und unsere ehrenamtlichen Strukturen, die Bereitschaft, sich zu engagieren, gerät nachhaltig in Gefahr. Die Rolle des Schiedsrichters im Fußball ist ja durchaus eine spezielle. Und sie verdient Anerkennung sowie den ausdrücklichen Dank für die Bereitschaft, über die Einhaltung von Regeln zu wachen und sich gegenüber den Mannschaften auch Respekt zu verschaffen. Und auch hier sind wiederum Profivereine und auch die Medien gefordert, die Schiedsrichterschaft bei allen nachvollziehbaren Diskussionen über einzelne Entscheidungen zu schützen und zu fördern. Auch das ist Verantwortung, die wahrgenommen werden muss. Ein sehr guter Freund von mir ist selbst seit Jugendtagen als Schiedsrichter auf hessischen Fußballplätzen unterwegs. Daher weiß ich, man muss für die Funktion als Schiedsrichter schon eine, ich sage es jetzt wirklich im positiven Sinne, Fußballverrücktheit mitbringen. Und bundesweite Schlagzeilen hat nun der Vorfall im Oktober dieses Jahres beim FSV Münster gemacht, als der Schiedsrichter bewusstlos geschlagen wurde. So unbegreiflich der Fall auch ist, so wichtig war das konsequente Handeln des Vereins sowie das deutliche Urteil des Sportgerichts. Und ich danke an dieser Stelle ausdrücklich auch dem Hessischen Fußballverband für die unmissverständliche Erklärung vom 23. November zum Vorfall von Münster. So heißt es hier, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, Rassismus, Antisemitismus, Beleidigungen, Bedrohung, Gewalt und jede Form von Diskriminierung haben in unserer Fußballgemeinschaft keinen Platz. Ich glaube, da braucht man nichts hinzuzufügen. Und ausdrücklich gilt es an dieser Stelle auch zu erwähnen, dass wir in Hessen bereits über langjährige Erfahrungen mit Programmen zur Fairplay-Förderung, zum Konflikttraining, zur Mediation und zur Gewaltprävention im Fußball sowie über eine gut aufgestellte Sportgerichtsbarkeit verfügen. Und von daher ist der organisierte Sport durchaus gut aufgestellt, um den ohne Wenn und Aber zu verurteilenden Vorfällen entschlossen entgegenzutreten. Und Hessen ist ein attraktiver Standort für den Sport. Wir fördern den Breiten- und Spitzensport, den Sportstättenbau, die Vereinsarbeit und vieles mehr mit großem finanziellen Engagement. Diese Sportförderung, insbesondere für den ehrenamtlichen Bereich, ist vorbildlich und macht Hessen bereits seit vielen, vielen Jahren zum Sportland. Und diesen Status haben wir mit der von 90% der hessischen Bevölkerung getragenen Verfassungsänderung hin zu einer eigenen Staatszielbestimmung in Artikel 26g der Hessischen Landesverfassung noch einmal unterstrichen. Und gerade im Hinblick auf die nun auch verfassungsmäßige Absicherung des Sports dürfen wir als Politik nicht schweigen, wenn wenige Gewalttäter Wertestrukturen und die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement untergraben. Und dabei gilt es natürlich auch die Autonomie des Sports. Das heißt konkret, dass die Gremien des Sports in den vorhandenen Strukturen über die Weiterentwicklung und Regelsetzung entscheiden, zu achten. Und diese Eigenverantwortung ist eine der unbestrittenen Stärken des deutschen Sportsystems. Aber eines ist auch klar. Selbstverständlich muss und wird Gewalt konsequent strafrechtlich verfolgt, und die Politik muss weiterhin entschlossen an der Seite von Verbänden und Vereinen stehen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sport ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft in Hessen, und diese bedeutende Rolle muss unter allen Umständen gesichert, geschützt und bewahrt werden. Fußballplätze sind im besten Sinne auch Marktplätze, auf denen die Zuschauer und Vereinsmitglieder sich weit über sportliche Fragen hinaus austauschen. Am Wochenende war ich wieder einmal bei einem Kreisoberligaspiel in meinem Heimatort zu Gast. Abgesehen vom erfreulichen 5:2 Heimsieg war man nach den 90 Minuten und der Halbzeitpause über einen Gutteil der neuesten Entwicklungen im Ort und der Region informiert. Ja, und auch das ist die Funktion des Sports. Er führt Menschen zusammen und bietet Gelegenheit zum Austausch weit über sportliche Aktivitäten hinaus. Und auch deshalb werben wir als CDU-Fraktion mit diesem Setzpunkt für ein friedliches und respektvolles Miteinander auf und neben dem Sportplatz. Und zum Gesamtbild des friedlichen, fairen sowie respektvollen Umgangs im Sport und auf dem Fußballplatz gehört bei den Kinder- und Jugendklassen auch die Verantwortung der Eltern und der Betreuer. Diese müssen sich auch als größte Unterstützer ihrer Verantwortung, ihres Vorbildcharakters für den Nachwuchs bewusst sein. Auch da gibt es schon entsprechende Programme, um hier eine zu große Einflussnahme zu vermeiden und den Kindern den Spaß am Sport zu bewahren und ein gutes Vorbild zu sein.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Aggressionen, Anfeindungen und Herabwürdigungen haben im Sport nichts verloren. Die ehrenamtlich Aktiven sollen weiterhin Spaß und Freude an ihrem Hobby haben. Und Schiedsrichter sind Teil dieser ehrenamtlich Aktiven und tragen dazu bei, dass der sportliche Wettkampf überhaupt möglich ist. Und daher muss unmissverständlich klar sein, dass wir Gewalt und Anfeindungen gegen Schiedsrichter in jeglicher Form verurteilen. Und deshalb unterstützen wir die Sportverbände und Vereine weiterhin bei ihrer wichtigen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und führen den engen Dialog fort, um die Integrität des Sports zu schützen. Und dann wird es uns auch gemeinsam gelingen, Fehlentwicklungen zu begegnen und diese auch wieder zurückzubringen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Hofmeister. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Hermann Schaus. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Meldungen über Gewalt auch im Sport haben zugenommen. Und es stellen sich die Fragen, haben nur die Meldungen darüber zugenommen oder die Gewalt an sich? Und es betrifft es nur den Sport oder unsere Gesellschaft insgesamt? Aber zunächst möchte ich unterstreichen, Meldungen wie in den letzten Jahren, Monaten und Wochen machen betroffen und teilweise sprachlos. Da pöbeln manche Eltern von Kindern bei C-, D-, E-, F-Jugendspielen oder Wettkämpfen mit den Schiedsrichtern oder den eigenen Trainern herum, nur weil sie ihren eigenen Ehrgeiz nicht unter Kontrolle kriegen. Was das für ein Vorbild für die Kinder sein soll, muss man sich wirklich manchmal ernsthaft fragen. Ich kenne das aus eigener Betrachtung. Da haben manche Knirpse mehr Manieren als ihre Eltern, meist Väter. Da werden Schiedsrichter von Fans beleidigt oder, wie jüngst im südhessischen Münster, auf dem Platz von einem Spieler krankenhausreif geschlagen und nach dem Abbruch eines Amateurspiels wegen eines Drittes gegen den Schiedsrichter, jüngst hier in Wiesbaden, wurde durch einen der Vereine ernsthaft Folgendes erklärt. Es gab eine rote Karte, und der Spieler von Mannschaft A hätte bei der folgenden Rudelbildung den Spieler der Mannschaft B treten wollen und dabei nur aus Versehen den Schiedsrichter getroffen, der schlichten wollte. Wenn ich so etwas lese, dann bezweifle oder verzweifle ich schon etwas am Verstand oder Anstand mancher Beteiligter. Ich stelle fest, sportlich geht es erst dann zu, wenn es gar nicht zu einer roten Karte kommt. Und richtig unsportlich wird es, wenn die Beteiligten oder Zuschauer glauben, vor aller Augen aufeinander losgehen zu müssen. Ansonsten gilt, Sport bedeutet Respekt vor und mit dem Gegner. Gewalt und Regelverletzung haben hier nichts zu suchen. Bei diesen Beispielen möchte ich es belassen. Aber sicher ist es so, dass man den Eindruck haben muss, solche Übergriffe hätten zugenommen. Jedenfalls ist es das, was zum Teil immer häufiger von denen berichtet wird, die Sport organisieren. Bei allem großartigen Engagement von Hunderttausenden Aktiven und Ehrenamtlichen und der Beteiligung von Millionen muss man leider sagen, dass Schiedsrichter und überhaupt ehrenamtliche Helfer zu finden auch deshalb immer schwerer wird. Ja, das ist ein Problem. Jeder und jeder dritte Mensch in Hessen ist in einem Sportverein organisiert. Fast jede und jeder Zehnte ist in Hessen aktiv und hilft in irgendeiner Form bei der Mitarbeit. Und ganz überwiegend machen die Menschen das ausgesprochen gerne, mit vielem sozialen Engagement, sodass alle mitmachen können. Sie sind es, die Sport für alle in den Vereinen organisieren und so auch für niedrige Vereinsbeiträge sorgen. Für die ganz überwiegende Zahl derer, die dies aus sportlichen wie sozialen Motiven heraus vorbildlich machen, müssen wir uns stark machen, damit die wenigen Deppen, die sich offensichtlich nicht im Griff haben,
nicht die Stimmung oder das Außenbild des Sports bestimmen. Insofern können und werden, wir sind uns doch einig, Herr Pentz, in dieser Frage, meine Güte, ach, wie kleinkariert. Insofern können und werden wir dem Antrag der CDU und der GRÜNEN auch zustimmen, Herr Pentz. Wir werden ihm zustimmen. Sportvereine, da sind wir uns einig, leisten so vieles. Sie fördern Fitness, Zusammenhalt und vor allem Integration, oft über die Sprache, das Geschlecht, die Religion und den sozialen Status weit hinaus. Aber es muss auch klare Grenzen und Regeln gegenüber denjenigen geben, die Sportveranstaltungen für Ausbrüche und Gewalt jedweder Art missbrauchen. Jeder Sport hat und braucht seine Kultur und seine geschriebenen, wie manchmal auch ungeschriebenen Regeln. Und wer dies nicht begreift, sollte an sich selbst üben, statt anderen zu nerven oder zu bedrohen. Ich glaube, hier kann und muss das Land die Vereine unterstützen. Und die Vereine müssen es auch wollen. Es gilt nicht nur im Fußball, aber aufgrund der Bedeutung und Größe dieser Sportart dort im Besonderen. Man kann sich ja kaum vorstellen, was jedes Wochenende in Hessen und Deutschland inzwischen an Polizei unterwegs ist, um bis hinunter in die Regionalligaspiele zu beschützen, wobei man beschützen wohl eher in Anführungszeichen setzen muss. Es darf doch nicht sein, dass große Mannschaftssportarten nur unter starker Polizeipräsenz stattfinden können. Ich sage dazu, es gibt Länder in Europa, da kommt der Sport nahezu ohne Polizei aus. Das haben wir in Irland kennengelernt. Und es hat mich sehr beeindruckt zu sehen, dass die bei den heimischen Sportarten bei bis zu 80.000 Zuschauern im Stadion mit insgesamt 80 Polizeibeamtinnen und Beamten innen wie außerhalb des Stadions auskommen, wo es im Stadion keine Zäune zum Spielfeld gibt und auch keine Fanblöcke, weil alle sich am Spiel erfreuen und gemeinsam Spaß haben. Also, was ist dort besser, frage ich mich. Da sollten wir unseren Blick auch etwas weiten. Das fände ich wichtig. Ich denke, wir müssen auch sehen, dass sich nicht nur das Anzeigeverhalten und die Sensibilität bei Gewalt verändert haben, sondern dass Gewalt und die Angst davor in unserer Gesellschaft eine zunehmend größere Rolle spielen. Wir sprechen hier im Landtag oft über Gewalt gegen Rettungskräfte und in medizinischen Einrichtungen und über Gewalt gegen, aber auch durch Polizeibeamte. Vorletzte Woche war der Tag gegen häusliche Gewalt, und die Zahlen, welche an diesem Aktionstag von offiziellen Stellen genannt wurden, sind unfassbar. 2018 sind in Deutschland 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Das waren 25 weniger als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden mehr als 114.000 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohung oder Nötigung. Laut BKA passiert also jede Stunde irgendwo in Deutschland ein solcher Vorfall. Wir alle merken auch, wie sehr sich auch der politische Diskurs verschoben hat, wie Sprache z.B. im Internet eskaliert. Ich weiß, dass ich mit diesen Zahlen weggehe von der Intention des Antrages, aber Sport ist ein wichtiger und zentraler Teil unserer Gesellschaft. Wenn aber die Gesellschaft insgesamt mehr zu Gewalt und Verrohung tendiert, dann kann der Sport davon ja nicht ausgenommen bleiben. Deshalb, der organisierte Sport kann und muss eines von vielen Sprachrohren und Mitteln sein, gesellschaftlicher Verrohung und individuellem Fehlverhalten zu begegnen, damit wir achtsamer umgehen und Gewalt zurückdrängen, ob zu Hause oder eben auf dem Sportplatz. Es ist sicher an der Zeit, gesellschaftliche Gewalt, auch die stetige Verrohung in der Sprache insgesamt, genauer in den Blick zu nehmen, auch mit dem von uns schon so oft geforderten Dunkelfeldstudien. Dem vorliegenden Antrag der CDU und der GRÜNEN für einen fairen, respektvollen und gewaltfreien Sport in Hessen können wir in jedem Fall zustimmen.
Ich will aber noch etwas zum AfD-Antrag sagen. Er haucht den Odem von obrigkeitsstaatlichem Polizeistaat, wenn z.B. Zitat, der Schutz für sämtliche Aktive, vor allem Schiedsrichter, gefordert, von Fairness, Teamgeist und Disziplin beim Sport gesprochen wird, aber Begriffe wie im Koalitionsvertragsantrag wie homofeindliche, rassistische und antisemitische Anfeindungen bewusst fehlen. Deshalb kann der Antrag nur abgelehnt werden. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Nächste Rednerin ist die Abg. Gronemann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Sport hat in Hessen einen herausgehobenen Stellenwert. 87,8% der Wählerinnen haben bei der Volksabstimmung im vergangenen Jahr dafür gestimmt, in Artikel 26g den Passus „Der Sport genießt den Schutz und die Förderung des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände als Staatsziel in die Landesverfassung aufzunehmen." Das zeigt auf der einen Seite, welchen Stellenwert der Sport in unserer Gesellschaft hat, und auf der anderen leitet sich daraus ein eindeutiger Auftrag für uns alle ab, den Sport zu schützen. Und dazu gehört das Wahren von Werten wie Respekt und Fairplay. Und vor diesem Hintergrund ist es besonders schockierend, dass sich körperliche Übergriffe und Beleidigungen im Sport häufen. Besonders perfide sind diese Übergriffe, aber auch gerade dann, wenn sie sich gegen diejenigen richten, ohne die gar nichts im Wettkampfsport geht, gegen die Unparteiischen. Im November gab es bundesweit innerhalb von einer Woche 5 Meldungen von Angriffen auf SchiedsrichterInnen, darunter auch ein Vorfall in Hessen, in Münster, bei dem bei einem Fußballspiel in der Amateurliga einer der Spieler dem 22-jährigen Schiedsrichter mit der Faust ins Gesicht schlug, woraufhin dieser für kurze Zeit das Bewusstsein verlor. Ich möchte an dieser Stelle diesem jungen Mann alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass er wohlauf ist, und ich hoffe ebenso, dass dieser Vorfall ihm nicht den Spaß an seinem Hobby genommen hat. Denn es ist durchaus eine weitere drohende Gefahr, die von diesen Übergriffen ausgeht, gerade im Amateurfußball. Dort sind die SchiedsrichterInnen ehrenamtlich und alleine unterwegs und haben manchmal auch gar keine AnsprechpartnerInnen vor Ort. Dann kommen Beleidigungen und Drohungen, die sie dann miterleben. Und bei jedem Spiel im Hinterkopf zu haben, dass eine Situation innerhalb von wenigen Sekunden von hitzig zu gefährlich umschlagen kann, da kann ich es niemandem verübeln, wer in er oder sie sagt, das möchte ich mir nicht mehr antun. Und das kommt leider immer öfter vor. Die Vereine haben es jetzt schon nicht leicht, Menschen zu finden, die SchiedsrichterInnen sein wollen. Das sieht man auch daran, wie viele Vereine deswegen Punktabzüge bekommen. Die Konsequenzen für den Amateurfußball sind enorm. Das lässt sich auch ganz knapp zusammenfassen. Keine SchiedsrichterInnen, kein Fußball. Daher muss es auch insbesondere im Interesse der Verbände liegen, hier zu prüfen, wie der Schutz der Unparteiischen verbessert werden kann. Und damit meine ich nicht, dass wie beim Friedenauer TSC in Berlin Sicherheitsfirmen engagiert werden sollen, die SchiedsrichterInnen zu schützen, sondern dass gerade der DFB sowohl die Sportgerichtsbarkeit als auch das eigentliche Regelwerk neu betrachten muss. Ich selbst bin mit dem Handball aufgewachsen. Und vielleicht kurzer Einschub an der Stelle. Ich wünsche unserem DHB-Frauenteam heute Mittag im Hauptrundenspiel der WM gegen Norwegen viel Erfolg. Und was ich immer nicht ganz nachvollziehen kann, Handball ist ein sehr, sehr körperbetonter Sport, aber der Umgang miteinander, untereinander ist vor allem durch Respekt geprägt, gegenüber den SchiedsrichterInnen, unter den SpielerInnen, aber auch bei den Fans. Dort wird selten auf der Platte die Leistung der Unparteiischen infrage gestellt, und unsportliches Verhalten wird unmittelbar geahndet. Und im Fußball hingegen, im Frauenfußball weniger,
gehört ein aggressives Verhalten gegenüber anderen fast schon mit dazu. Einige verharmlosen ja sogar Beleidigungen und Übergriffe damit, dass im Eifer des Gefechts das ja schon mal passieren könne. Gerade in den unteren Klassen, wo, sage ich mal, die Fehlerquote der SpielerInnen relativ hoch ist, schlägt der Frust über die eigenen Fehler schnell in Wut gegenüber den anderen um. Meine Damen und Herren, daher ist es besonders wichtig, dass bereits von klein auf die Menschen Werte wie Fairplay und Respekt vor anderen beigebracht bekommen. Gerade der Fußball eignet sich eigentlich bestens dazu, diese Werte auch zu vermitteln. In meiner Heimatstadt Kassel wird jedes Jahr vom Jugendring in Kooperation mit dem Verein Streetbolzer und weiteren Vereinen ein großartiges Straßenturnier mit dem Namen Kick rechts weg veranstaltet, bei dem ich im letzten Jahr auch die Ehre hatte, Schirmfrau sein zu dürfen. Und bei diesem Turnier gewinnt und bei diesem Turnier gewinnt immer nur das Team, das nicht nur Tore schießt, sondern eben so auch zusätzliche Fairplay-Punkte sammelt. Und hier wird besonders deutlich gemacht, sobald der Pfiff ertönt, ist es nicht mehr wichtig, ob du dir schicke neue Fußballschuhe leisten kannst oder sie dir geliehen hast. Es ist egal, wo du herkommst, woran du glaubst oder wen du liebst. Es geht nur noch darum, was du tun kannst, um dein Team zu unterstützen. Und, meine Damen und Herren, das ist genau das, was den Sport auch ausmacht. Lassen Sie uns daher heute ein ganz klares Signal senden und deutlich machen. Körperliche Gewalt sowie homofeindliche, rassistische und antisemitische Anfeindungen haben weder auf noch neben dem Platz etwas zu suchen. Und, auch ich kann mir ein paar Anmerkungen zum AfD-Antrag nicht verkneifen. Erstens. Eine Militarisierung des Sports braucht wirklich niemand. Zweitens. Es ist mir neu, dass der Hessische Landtag die Position einzelner Fraktionen hier beschließt. Absatz 1 wird sie auch namentlich genannt. Drittens. Ihr Antrag ist scheinheilig. Sie schreiben von der Bedeutung des Sports für die Integration und die gesamte Gesellschaft. Und dem stimme ich ausdrücklich inhaltlich zu. Aber von Ihnen kommt, ist das wirklich unglaubwürdig. Denn vor nicht allzu langer Zeit, am 19. September, schrieben Sie in einer Presseerklärung in Reaktion auf die Übergriffe in Münster und Offenbach, und ich zitiere, wie gut kann Fußball als Sport noch integrieren? Zitat Ende. Und ganz ehrlich, wenn nach solchen Übergriffen nicht die erste Frage ist, wie es dem Opfer geht, sondern welche Nationalität der Täter hat, bedienen Sie wieder das gleiche widerliche rassistische Narrativ, wie Sie es auch immer machen. Und ich sage das auch hier in aller Deutlichkeit, auch wenn Sie sich dann wieder persönlich angegriffen fühlen, für den Fußball, für den Hessischen Landtag und für die gesamte Gesellschaft gilt Respekt, kein Platz für Rassismus. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Müller, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, zunächst einmal möchte ich Ihnen ausdrücklich danken, dass Sie uns heute auch hier als Schiedsrichter zur Verfügung stehen. Und ich kann versichern, es droht keine Gefahr. Das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, weil wir brauchen in ganz vielen Lebenslagen jemanden, der als Schiedsrichter und als neutrale Person fungiert, wenn sich an verschiedenen Stellen gestritten wird. Deswegen ist diese Parallele zu Beginn mir schon einmal wichtig zu ziehen, Herr Präsident. Das gilt leider nicht für alle Schiedsrichter, dass ihnen keine Gefahr droht. Denn gerade in den unteren Fußballligen haben wir oftmals eine andere Stimmungslage und nicht selten auch in den höheren Ligen, meine Damen und Herren. Das ist leider kein neues Phänomen. Man kann nicht sagen, dass das jetzt erst kürzlich aufgetaucht sei. Es ist nur im Zeitalter von Handykameras und Social Media heute deutlich präsenter und deutlich einfacher, weil entsprechende Aggressionen mitunter auch gefilmt werden. Meine Damen und Herren, es wäre aber nicht fair, wenn wir davon reden, dass es sich um ein allgemeines Problem im Sport handelt. Das kann man beim besten Willen nicht sagen, denn die meisten der Sportarten, in denen geht es fair, in denen geht es mit Respekt zu, und in den meisten wird auch Respekt sehr groß geschrieben. Übrigens sind es gerade die Kampfsportarten. Es sind gerade die Kampfsportarten, in denen Fairness und Respekt eine besondere Rolle spielt, weil es dort augenscheinlich wird, sei es beim Boxen, sei es im Judo, sei es in anderen Kampfsportarten, dass man sich im Wettstreit miteinander auseinandersetzt, aber dass das dem sportlichen Ziel dient und nicht der persönlichen Auseinandersetzung.
Und auch im Fußball wird bei einem Großteil der Aktiven der Respekt großgeschrieben und der Sport fair und fair ausgeübt. Aber es gibt eben am Wochenende auch immer wieder diejenigen, die ihre Aggressionen auf dem Fußballplatz abbauen und leider auch daneben im Bereich der Fans. Das haben wir zuletzt mal wieder in Mainz erlebt. Und ganz verheerend wird es, wenn dann am Ende auch der Schiedsrichter hinzugezogen wird. Wenn man Sport nutzt, um Aggressionen und Energie abzubauen, und dafür kann das durchaus ein Ventil sein, und es ist auch ein Sinn des Sports, dann muss man aber trotzdem die Regeln, die es gibt im Sport, beachten, meine Damen und Herren. Ich habe über 20 Jahre im Verein, wie andere auch, Andreas Hofmeister hat schon gesprochen, als aktiver Turner, aber auch viele, viele Jahre als Trainer gearbeitet. Und wenn man dort im Bereich Kinderturnen anfängt, den Kindern beizubringen, wie Wettstreit geht, wie es geht, auch mal zu verlieren und trotzdem die Aggressionen und den Ärger im Zaum zu halten, dann sieht man, wie wichtig der Sport ist, gerade an der Basis, um die Grundvoraussetzungen zu schaffen, den Umgang zu lernen, wie man sein soziales Verhalten entsprechend anpasst, dass man in diesen Bereichen zurechtkommt. Meine Damen und Herren, ich möchte deswegen festhalten, dass dem Sport in unserer Gesellschaft eine wesentliche Bedeutung zukommt, wenn es gerade um Fairness und Respekt geht. Das ist eine der Grundlagen, die in den Vereinen und fast jedes Kind, fast jeder Jugendliche ist irgendwann mal in irgendeinem Verein aktiv und übt sich dort im Wettstreit und lernt dort eben auch die Auseinandersetzung. Und diese Kultur des Respekts und der Fairness, die brauchen wir überall in der Gesellschaft und gerade auch im Sport. Gewalt im Sport hat bei allem Einsatz und aller Leidenschaft nichts zu suchen. Für uns drei Demokraten steht das im krassen Gegensatz zu allem, wofür Sport steht, nämlich für Fairness, Respekt und für Freude an Wettbewerb. Deswegen richten sich solche Übergriffe, über die wir heute reden, gegen die großartige gesellschaftliche Arbeit der Vereine und ihrer im Ehrenamt engagierten Menschen. Ich glaube, dass wir trotzdem aufpassen müssen, dass es eben nicht der Eindruck vermittelt wird, dass der Sport ein großes Problem mit Gewaltauseinandersetzungen hat. Es sind die kleinen Dinge und es sind die einzelnen Aktionen, die dann aber große Aufmerksamkeit bescheren. Und das ist schon seit vielen Jahren so. Ich glaube, wer das auf den Fußballplätzen seit Jahren verfolgt, und das ist schon sehr lange so, dass gerade auch in den unteren Ligen die Auseinandersetzungen auf dem Platz sehr hart sind, dass die Schiedsrichter angegangen werden. Wer kennt nicht die ganzen Sprüche zu den Schiris? Kennt jeder, hat auch jeder schon gehört. Und das wird akzeptiert. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Die Akzeptanz beginnt bei diesen kleinen Dingen. Wer es akzeptiert, dass der Schiri von den Rängen beleidigt wird, auf dem Platz beleidigt wird, der setzt die Grundvoraussetzung dafür, dass ihm dann auch die Akzeptanz und der Respekt vor dem Schiedsrichter fehlt, wenn es dann zu größeren Auseinandersetzungen kommt. Deswegen glaube ich, wäre es ein schönes Zeichen, wenn künftig zu Beginn der jeweiligen Spiele die Spieler sich bei dem Schiedsrichter bedanken, dafür, dass er ihnen ermöglicht, dass das Spiel stattfinden kann. Denn ohne einen Schiedsrichter wird ein Spiel nicht angepfiffen. Es fällt schlicht aus. Und diese Bedeutung und Relevanz, die einem Schiedsrichter an der Stelle zukommt, muss man sich immer wieder mal vor Augen führen. Und ich glaube, da wäre es eine gute Gelegenheit, wenn man zu Beginn des Spiels, und zwar wirklich vorher, hingehen und sagt, vielen Dank, dass Sie das Spiel für uns pfeifen und dass Sie uns ermöglichen, heute Fußball zu spielen. Und wenn es doch zu Verstößen kommt, braucht es rasche Straf- und sportrechtliche Konsequenzen. Das ist im vorliegenden Fall erfolgt. Der Verein hat seine Mannschaft aus der Liga zurückgezogen, abgemeldet. Auch das war eine konsequente Reaktion. Dem Schiedsrichter geht es übrigens in der Zwischenzeit wieder gut. Das nur zur Info an die Grünen. Schon seit geraumer Zeit, ist ja auch schon eine Weile her. Und die dreijährige Sperre für den Spieler, der die Tätigkeit ausgeübt hat, ist auch angemessen, auch wenn man sich streiten kann, ob so jemand überhaupt noch einmal auf den Fußballplatz kommen sollte. Wir können auch darüber nachdenken, ob es Sinn macht, aber das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg, aber das spricht für Akzeptanz und Respekt. Im Eishockey gelten andere Regeln. Wer da den Goalie angeht, der muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg wäre. Und trotzdem ist das ein Zeichen für Respekt und Anerkennung, den es da gibt. Meine Damen und Herren, der Sport ist eine tolle Einrichtung. Und wir können in Hessen und in Deutschland stolz sein auf das Vereinswesen, das es in dieser Form nirgendwo auf der Welt gibt.
weil in diesen Vereinen über Jahre hinweg und gerade in der Jugendarbeit Fairness, Respekt im Umgang miteinander gelehrt und unterrichtet wird. Und wenn wir das auch nicht immer überall sehen, will ich doch eine große Lanze für den Sport brechen, der hier eine wesentliche Arbeit für unsere Gesellschaft leistet. Das kann man nicht oft genug betonen. Und deswegen ganz herzlichen Dank an die zahllosen Ehrenamtlichen, die sich als Trainer, Übungsleiter, in den Vereinsvorständen, aber eben gerade auch als Schiedsrichter auf den Sportplätzen, auf den Fußballplätzen dieses Landes bewegen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz und ein großes Kompliment für diese Bereitschaft. Da es den Fraktionen gelungen ist, den von CDU und Grünen gelungen ist, mal keine allzu große Lobhudelei in ihren Antrag zu packen, sondern ihn tatsächlich sachlich zu formulieren, werden auch wir diesem Antrag zustimmen, weil er die richtigen Punkte aufzeigt. Aus den genannten Gründen verschiedene Formulierungen in dem Antrag werden wir den AfD-Antrag ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.